Sagen wir, wir werden das Ganze jetzt einmal auf einen Punkt bringen, der nicht diskutiert ist. Ich betone immer wieder, das, was ich dir jetzt erzähle, ist hundertprozentig sicher. Und jeder 13-Jährige, meine Symbolik, die 13, meine ich, du brauchst kein intellektuelles Wissen, um mir jetzt geistig folgen zu können. Und du brauchst auch kein intellektuelles Wissen. Und wohlgemerkt, du Geist, ich unterhalte mich jetzt mit dem Geist, mit dem Bewusstsein, dass sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Du träumst jetzt in einem gewissen Maß, dass du jetzt vom Computer sitzt und dir dieses Video anhörst. Und alles, was du hörst, wenn du träumst, kommt aus dir selbst. Das ist hundertprozentig sicher. Ich wiederhole nochmal, in deiner Logik, was bedeutet träumen? Träumen heißt, dass du ständig wechselnde Bilder in deinem Kopf hast. Wohlgemerkt, den Kopf, an den du jetzt denkst, wenn du an deinen Affenkörperkopf denkst, der existiert in deinem Traum nicht. Weil dann müsstest du im Traum träumen, dass du dort liegst und schläfst und träumst. Das ist aber in der Regel nicht der Fall. Wenn du ganz tief und fest träumst, empfindest du dich ganz normal als Mensch in einer Welt, die dich zu umgeben scheint. Und alle Bilder, dieser ständige Wechsel, jetzt sage ich gleich nochmal, nimm das Ganze wie 200 Gramm rote Knete. Das ist die Energie, E-Quadrat, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Ich habe das tausendmal wiederholt. Ich will dir damit nur sagen, dass du von mir niemals hören wirst, dass egal was einer behauptet, dass der nicht recht hat. Und als allererstes, du lebst jetzt in der Endzeit. Diese biblische Endzeit von Sodom und Gomorra, und ich biete dir jetzt die Möglichkeit, dass du Sodom und Gomorra verlässt. Ich werde dich aber dazu nicht zwingen. Ich betone, das ist Symbolik, wir machen wirkliche Physik, das in keinster Weise im Widerspruch zu dem steht, was in deinen Physikbüchern drin steht. Die große Schwierigkeit ist, du willst nicht wach werden. Weil ganz tief in dir noch der Glaube ist, dass die Menschen und die Welt, die du dir ausdenkst, unabhängig von dir da außen existiert. In dem Moment, wo du wach wirst, fällt deine Traumwelt in sich, genau genommen in dir selbst, wieder zusammen in den Punkt, wo sie herkommt. Das ist auch die Geschichte vom Calvinismus, wo wir so oft darauf eingegangen sind, wo hier ganz einfach gelehrt wird, dass das, was Menschen tun, ob das gute Menschen sind oder ob das böse Menschen sind, entscheidet nicht, ob sie ins Himmelreich kommen oder in die Hölle, nach ihrem Ableben. Das ist ja das Problem, dass man das Ziel wieder setzt in eine Einseitigkeit. Immer daran denken, das ist der Himmel und das ist die Hölle. Die wollen alle in den Himmel und dadurch entheiligen sie sich. Keiner will in diesen absoluten Mittelpunkt, wo alles entspricht. Das ist eine ganz einfache Symbolik. Und wir schauen uns jetzt erst einmal einen kleinen Eintrag an, den setzen wir dann in dieses Update dazu und dann mache ich Erklärungen, die du sofort nachvollziehen kannst. Zum Beispiel lösen wir jetzt einmal das große Problem, wieso habe ich so eine felsenfeste Überzeugung, dass das, was ich glaube, stimmt, und dann tauchen plötzlich welche in mir auf, die das Gegenteil behaupten. Man ist fassungslos im Angesicht, dass man das überhaupt glauben kann. Ich gehe mal davon aus, schönes aktuelles Reizthema, Corona, Impfung. Bist du ein Impfbefürworter oder bist du ein Impfgegner? Und in den ganzen Selbstgesprächen, in den vorhergehenden, jetzt ausgedachten Selbstgesprächen, die du dir immer nur jetzt anhören kannst, ist das eine ganz, ganz große Symbolik, wo ich ganz definitiv sage, Impfbefürworter lassen sich impfen, weil sie eine panische Angst vor dem Virus haben, dass ja nichts an ihren heiligen Affenkörper hinkommt. Und Impfgegner lassen sich nicht impfen, weil sie eine panische Angst vor dem Impfstoff haben. Es ist nur ein Spiel. Und jetzt die Logik, die in dir arbeitet, und jetzt setze ich den träumenden Geist als einen Computer, das habe ich tausendfach erklärt, und du wirst dir eingestehen müssen, selbst wenn du jetzt Hugo Feeling längere Zeit schon studierst, dass dieses Ego, diese Angst um den Körper so unendlich groß ist. Ich sage immer, wider besseren Wissens. Lass dich doch einfach mal auf die Gedankengänge ein, dass du dir bewusst machst, was jetzt da ist. Und das ist die erste große Erkenntnis. Solange du nicht erkennst, dass egal welche Information du Geist jetzt in dir selbst anschaust, eine Information in dir selbst anschaust, die aus dir selbst kommt, gleichzeitig, ob ich dich jetzt symbolisch als einen träumenden Geist setze oder einen Computer setze, der ja alles aus seinem Arbeitsspeicher bzw. von seiner Festplatte wird. Das, was auftaucht, ist immer nur jetzt. Es ist ein ständiges Umformen der Information. Und du musst dir jetzt, wenn du konfrontiert wirst mit verschiedenen Meinungen, mit Diskussionen, ich sage mit Perspektiven, das ist eigentlich erst das ein Beispiel.
Oder mein Wohnungsbeispiel ist eine Wohnung jetzt im Wohnzimmer, Schlafzimmer. Es ist vollkommen geistlose Kategorie 1 Frage und 2 Frage. Blau, da bin ich drauf eingegangen. Die Antworten sind immer trügerisch, weil du immer eine einseitige Antwort haben wirst. Es dürfte dir doch einleuchten, wenn ich jetzt dich frage, ist jetzt ein Berg oder ein Tal, dass das eine total dumme, geistlose Frage ist. Das ist aber die Frage, soll ich mich jetzt impfen lassen oder nicht impfen lassen? Impfen ist die Welle im, das ist das Meer, im PF, Wissen wird zu einer Facette. Das ist jetzt die wahrgenommene Existenz, das soll sie eben machen. Du siehst den Henkel rechts oder du siehst den Henkel links, aber die Frage stellt sich doch nicht, wenn dich die Tasse interessiert. Ist der Henkel rechts oder ist er links? Das ist die vorhergehenden 32 Perspektiven, die haben wir in einem vorhergehenden Selbstgespräch nochmal deine Diana genau ausgelegt. Ich soll jetzt mal extra denken an jemanden, der das geschrieben hat, aber du denkst es dir aus. Das ist jetzt die erste große Erkenntnis, dass egal, um was du denkst, es entsteht hier und jetzt in Maßsetzung deiner Logik, deines Programms, deines Intellekts, den du zum Denken benutzt in deinem Kopf. Und jetzt machen wir mal endgültig Schluss, wenn ich sage, schau ganz tief in dich rein und sei selbst ehrlich, mach dir bewusst, was du glaubst und warum du das machst, was du machst. Ob du ein Politiker bist, ob du ein Arzt bist, egal welche Rolle du spielst, ob du Supermarktkassenverkäuferin bist, warum machst du das, was du machst? Ein Automechaniker bist, warum tust du es? Weil es dir eine tiefe Überzeugung ist, eine Passion ist im positiven Sinne oder weil du das dann mal machst, weil du Geld verdienen willst, um zu überleben. Vielleicht wirst du auch erkennen, dass die Haupttriebfeder ist, dass du an die Macht willst, dass du meinst, du könntest die Welt verbessern, wie jetzt die Politiker, die du dir ausdenkst. Genau. Sind Vollpfosten, geistlose Vollpfosten. Wenn du jetzt schon siehst, wenn Demokratie, ich bin, du wurde extrem, wenn ich jetzt 20, 25 Jahre zurückblättert, das erste Ich bin, du wurde extrem kritisiert, weil das angeblich demokratiefeindlich ist. Wo die Demokratie hinführt, das siehst du jetzt in der Schweiz. Das ist Österreich. Das ist eine Masse von Zombies, die uns ausdenken, die eine panische Angst haben, dass sie ihren Körper verlieren könnten und Heil Hitler schreien, was die Regierung ihnen vorsetzt. Es wiederholt sich nur die Geschichte. Da läuft übrigens nichts verkehrt und ich betone jetzt gleich, du sollst dir bewusst machen, was jetzt da ist, wie du auf Bilder reagierst und dann wirst du feststellen, dass egal, was du dir jetzt denkst, Verschwörungstheorien, Faschisten, Pharmaindustrie, Bill Gates, es sind Gedanken, die du erschaffst, die du deshalb sind, weil du sie denkst, genauso sind, wie du sie denkst. Genau. Kategorie 3 Frage, warum ist das jetzt da, was ich jetzt erlebe? Im Moment, weil ich das denke, weil ich es anschaue. Träume in der Geist. Warum ist das jetzt genau so, wie ich das denke? Warum denke ich das jetzt? Weil mein Programm, das ich zu durchschauen habe, mir das vorschreibt. Warum ist jetzt das Bild auf dem Computer? Weil im Hintergrund im Arbeitsspeicher ganz, wenn du einen Film anschaust, da ganz klare Datei ist, wo alles gleichzeitig ist. Das ist unser 1.81. Ich werde dann auch sehr physikalisch. Und jetzt kommt die große Erkenntnis. Ich bringe jetzt mal zwei Beispiele. Wir bin ich und du, JCHICH. Also wohlgemerkt, ich spreche jetzt nur mit dem Geist. Es wird der Redo nicht verstehen und der Udo, den du jetzt ausdenkst, sind Gedanken von dir, die sind jetzt, weil du sie denkst, das sind Pixelmännchen und du kannst jetzt den Redo nach Zürich denken und den Udo nach Weißenburg denken. Zur Ich ist ein zur Form gewordenes Ich. Und der Udo in Weißenburg ist das Weib. Weiß. Aber rot gelesen. Dieses Ich weiß, blau gelesen, führt dich in die Irre. Das rote Weib von Weißenburg, das führt dich in die absolute Einheit. So, wir denken uns jetzt zwei aus, die skypen miteinander. Und der eine behauptet in dem Skype-Gespräch, jetzt regnet es außen. Und der andere sagt, nee, jetzt scheint die Sonne. Ich mag es noch krasser. Die skypen miteinander. Einer sagt, es ist stockfinstere Nacht und der andere behauptet, es ist dort hell. Jetzt machen wir den Hintergrund. Der eine sitzt in Zürich und der andere sitzt in Tokio. Dann ist es eigentlich vom Tisch, unser Erdkugelbeispiel, hell, dunkel, Regen, Sonnenschein. Genau. Und jetzt fangen die zum Streiten an. Wer recht hat, weil der eine felsenfest sagt, jetzt ist es finster und der andere sagt, jetzt ist es hell. Du musst wissen, wenn du eine Logik hast, baust du ein Bild auf und alle Figuren in deinem Traum sind erst einmal so, wie du sie träumst. Und ich müsste jetzt sehr weit führen. Bisher hattest du überhaupt keinen Einfluss drauf. Und jetzt kommt ein Punkt, wo ich sage,
Alles, was du glaubst, kannst du auch überprüfen, realisieren. Das heißt, du kannst es auf deine VR-Brille holen. Es wird natürlich dann wie in einem Videospiel, zum Beispiel jetzt, wenn du glaubst, dass die Krankenhäuser voll sind, dann kannst du das überprüfen, dann werden volle Krankenhäuser in dir auftauchen. Und wenn du jetzt sagst, die sind leer, da ist nichts los, aber das ist alles Betrug, das ist die andere Seite, da sind zwar welche drin, aber Corona ist nicht die Ursache, dass sie eingeliefert wurden, dann wirst du das sehen. Das mit hundertprozentiger Sicherheit. Ich lockere jetzt das und jetzt passiert dasselbe wie in einem Quantencomputer. Da will ich jetzt aber nicht so weit ausholen, da wirst du feststellen, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit 60, 63, 60, sagen wir mal 70, 30 ist. Das heißt, dass das du zu sehen bekommst, was du dann auch tief im Inneren glaubst, liegt dann nur noch bei 70%. Es ist durchaus möglich, dass du auch was anders siehst. Das bestimmst aber du, ob du zuerst einmal die Möglichkeit der anderen Seite überhaupt akzeptierst. Bis dato ist es so, dass das, was du hundertprozentig sicher glaubst, wirst du auch materialisieren. Bis hin zu deiner eigenen Auflösung, zu deinem Tod in der Zukunft, der nie in der Zukunft passieren wird. Das löst jetzt nämlich auch die Sache, wieso dir dein jetziger Glaube gleichgültig, ob du ein Corona-Befürworter bist oder ein Corona-Leugner, ich sage mal Impfbefürworter, Corona leugnet ja als Ding an sich keiner. Ob du ein Impfbefürworter bist oder ein Impfgegner bist, wenn du jetzt die Logik eines Impfgegners hast und du bist zuerst einmal ein stochastisches Trüffelschwein, das stochastische Denken nochmal, wenn du dich informierst, Formen in dir aufbaust, holst du zuerst einmal aus der Quelle, immer aus dem Internet. Jetzt ist aber schon, dass du stochastisch suchst, zielgerichtet suchst. Das heißt, willst du was glauben, wirst du ganz massiv von mir Seiten eingespielt bekommen, die dich immer mehr in deinem trügerischen Glauben bestätigen. Willst du etwas nicht glauben und du suchst nach Fehlern, spiele ich dir immer mehr Seiten ein, die dir die Bestätigung geben, dass das nicht stimmt. Du hast als Träume in der Geist, das ist meine Führerscheinprüfungsbogentraumwelt, dass du irgendwann einmal ganz, ganz bewusst dir bewusst machst, und das hat jetzt nichts mit Wissen zu tun. Was ist jetzt eigentlich doch? Und das feststellen, wenn du was siehst, ist es eine momentane Information. Die kommt aus dir selbst und die wird aufgebaut durch deinen Glauben. Das heißt, wenn ich jetzt ein Impfgegner bin, ich kann dir jetzt tonnenweise Seiten einspielen lassen, wo du entsetzt bist, wo man fragt, kriegen die das nicht mit? Mir fällt jetzt Axel Burkhardt, dieser offene Brief an die bayerische Staatsregierung. Diese ganzen Argumente, die von der Pharma, diese Pharma-Referentin hier, wo du aus der Schweiz reingestellt hast, was das für ein Lügensystem ist. Und wenn du das einmal installiert hast, ist es wie ein gewisses Betriebssystem, wo ich immer wieder sage, oder irgendeine Programmstruktur, wo mit einer anderen Struktur, mit der gegenüberliegenden nicht kompatibel ist. Dann fragst du dich, Kenner, die kriegen die das nicht mit? Ich bleibe jetzt bei den Impfgegnern, die sagen, kriegen die denn definitiv nicht mit? Wie kann man die impfen, die nichts haben? Die weder krank sind, wie kann man die zum Sündenbock stempeln? Und was hier der eindeutige Beweis ist, mittlerweile sind wesentlich mehr Ungeimpfte in Krankenhäusern. Ich kann jetzt nur in meiner Welt reden. Ich kann immer wieder nur sagen, in meiner Welt, meine Frau arbeitet im Krankenhaus. Es ist alles ein Witz. Es ist alles ein Witz. Es ist, weil man nicht unterscheidet, wenn einer eingeliefert wird. Corona-positiv heißt noch lange nicht, dass die wegsterben sind, die Alten. Schau mal, die Zahlen in der Schweiz, was jetzt gestorben ist. 85 bis 89 ist Durchschnittsalter in der Schweiz nicht bei 84 Jahren. Es ist ein ganz normaler Vorgang, jetzt chronologisch normal trocken außenmäßig gedacht. Die werden so und so gestorben, dass die jetzt den Virus hatten. Aber das Thema haben wir tausendfach durchgekaut. Ich bin jetzt absolut einseitig. Das macht mich fassungslos, dass das keiner akzeptieren will. Und die Masse, wenn ich jetzt zum Beispiel lesen du in der Zeitung, ich mache dann einige Sprünge, wenn ich jetzt lesen du in der Zeitung, dass 8 von 10 Deutsche absolut dafür sind, dass endlich die zwanghafte Impfpflicht eingeführt wird, dann macht dann das fassungslos. In der Schweiz wurde das ja jetzt gedacht, gestern beschlossen. Das sind die Zombies, das ist die große Masse, die sich an den Massenmedien orientiert. Es war noch nie anders, seit es Medien gibt, und es wird bis in alle Ewigkeit auf dieser Führerscheinprüfungsbogenebene auch nicht anders sein. Das heißt, du sagst, der Henkel ist rechts und plötzlich behauptet einer, der Henkel ist links. Und jetzt kommt es mit Holofeeling, ich betone immer, dass jeder, egal was er glaubt, hundertprozentig recht hat.
Wenn du nämlich jetzt aus welchem Grund auch immer das andere Programm hättest zu durchschauen, dann würde dich das fassungslos machen, wenn eine dir erzählen, dass diese schreckliche Krankheit, dass man sich nicht impfen lässt, dass das nichts ausmacht, dass da nichts ist. Es ist nichts. Es ist eigentlich immer nur das, was du jetzt denkst. Du brichst das erste und das zweite Gebot. Ich habe gesagt, du wirst auf die Knie sinken, wenn du einmal begreifst, wie wertvoll diese Gesetze sind. Was die Kirchen draus machen, jetzt mache ich wieder raumzeitliche Bröselgeschichte, ich schaue mit meiner Frau Fernsehen. Ich habe jetzt extra Internetseite hergesucht. Das war in irgendeinem Bericht ein Bischof, der sich hinstellt und sagt, er will als Vorbild vorangehen für seine Gemeinde, für seinen Schäfchen und er lässt sich impfen. Und dann ist ein Auszug von einem Pfarrer in der Kirche, der sagt, ich predige zurzeit, verdammt nochmal, geht zum Impfen. Wenn ihr euch den Virus einfangt, schert sich Gott ein Dreck drum, wie es euch geht, dann seid ihr selber schuld. Gott wird euch dann nicht helfen, sondern die Impfung. Die Marion hat gesagt, zapp bitte weg, ich kann es nicht mehr sagen. Nein. Da muss man nicht religiös sein, das ist ja so ein Widerspruch und das schauen wir uns jetzt einmal an. Das heißt also, was mir wichtig ist, ich betone immer wieder, wenn du jetzt als träumender Geist, musst du dir zuerst bewusst machen, mit welcher Einseitigkeit, mit welcher Unvollkommenheit du sympathisierst, mitleidest, an welchen Unvollkommenheit du mitleidest. Mit deiner klassischen Moral kommst du da nicht weiter. Da außen ist jetzt um dich herum Sodom und Gomorra. Und die werden mit Feuer vernichtet werden. Das ist aber nicht, dass ich was vernichte, weil es werden ja nur Gedanken vernichtet, die du denkst. Die Welt, die Erdkugel, all das. Es ist auch der ganze Umweltschutz. Wie oft habe ich erzählt, der Sprung vom Glauben, Kollektivglauben, auch von einer Scheibe auf eine Erdkugel. Es ist einfach ein Wechseln des Grundglaubensprogramms gewesen. Das ist die große Erkenntnis, dann war ja die Welt noch nie eine Scheibe. Die war ja dann schon immer eine Kugel. Ich erkläre jetzt, die Welt war auch noch nie eine Kugel. Die war schon immer bestehend aus ständig wechselnden Informationen eines träumenden Geistes. Und dieser träumende Geist, dieser Denker, ist Gott für das, was er sich ausdenkt. Du schöpfst es aus dir heraus. Darum richtet sich meine Botschaft auch nur an den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt und nicht an irgendwelche ausgedachte Menschen, die du dir ausdenkst. Die sind nämlich schon wieder weg, wenn du sie nicht denkst. Und wenn du nicht in der Lage bist, das als 100% sicher anzusehen, dann bist du kein Geist. Ja, wieso? Dann bist du jetzt nur ein Gedanke, den ich mir denke, wo ich erkenne, dieser Gedanke ist sowieso kein Geist. Selbst ein ausgedachter Geist und ein ausgedachter Gott ist kein Geist, weil das existiert. Es ist eine momentane Information von mir, die mit dem nächsten Gedanken wieder ausgetauscht wird. Das ist jetzt ein Riesenunterschied, ob du das begriffen hast oder ob du es verstanden hast. Ich sage immer, das Begreifen bist du noch im Reifen. Denklich ist das Mulpapier. Nur ein Hauch von Zweifel hält ich auf diese Ebene bis in alle Ewigkeit fest. So, und jetzt mache ich einmal schnell Bildschirmübertragung. Springen wir jetzt als erstes, schauen wir uns den Pfarrer nochmal an, weil ich den hatte. Das ist unser letztes Selbstgespräch. Bin jetzt die Kirche. Schau. Aktuell ist Demenzeit in die Kirche während der Corona-Kriege. Katholisch.de. Katholikos, die offiziellen Stellvertreter Gottes auf Erden. Offiziell heißt hinderlich sein. Gottesdienste werden abgesagt, Gotteshäuser geschlossen. Das ist alles noch gut, aber wir schauen nochmal runter, was dort steht. Querdenker kann unsere Hosanna nicht gelten. Bischof, Fürst, Ungeimpfte rauben Kindern eine unbeschwerte Kindheit. Schärfste Kritik an Impfverweigerern übt jetzt der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst. Die für Unvernünftigen und Uneinsichtigen raubten den Kindern eine unbeschwerte Kindheit. Das große Problem, er hat keine Ahnung vom ersten Gebot. Ein Kind, wenn es erwachsen wird, gibt es das Kind nicht mehr. Und du bist jetzt ein Kind, das ist unser Buch. Alle Lebenszeiten sind gleichzeitig da. Der Säugling muss sich auflösen, dass er Schulkind wird. Kinder haben keine Zukunft. Die Zukunft erlebt der Geist, was auf ihn zukommt, kommt aber hier und jetzt auf ihn zu. Und wenn du ein Geist geworden bist, dann erkennst du, dass du schon immer ein Geist, ein geistiger Kopf des Schöpfers, ein geistiges Spiegelbewusstsein warst. Genau. Nomen est omen. Das hat mit Kirche nichts zu tun, gleichgültig, aber jetzt das ist die katholische, die Zeugen Jehovas, es sind alles nur Schwätzer. Ich mag es einmal ganz neutral, es sind Gedanken, die du dir denkst, die du eine gewisse Qualität zusprichst.
Ja, Im okay. Maße von deines Glaubens, deines Programms. Impfaktionen Gotteshäuser sind ein voller Erfolg. 1620 verabreichte Impfdosen. So die Bilanz der Impfaktion am vergangenen Wochenende in Gotteshäusern. Ihr spuckt mir ins Gesicht. Das habe ich jetzt als Unterbrücke-Lautsprecher für euch gesagt, als Rodo. Das ist das, was ist. Es ist einfach nur erbärmlich. Aber was ist das jetzt? Das sind Gedanken. Und jetzt kommt die große Erkenntnis. Ich nehme alle Schuld auf mich. Willst du Gedanken, die du dir ausdenkst, die Schuld geben, dass sie so sind, wie sie von dir gedacht werden? Ich gebe nur einen einzigen, die Schuld nämlich mir selbst, weil ich mir das ausdenke. Dann bist du ich. Ich nehme alle Schuld auf mich. Es geht hier nicht um Standpunkte. Das ist immer wieder, wiederhole ich das. Beobachte dich einmal in deinem Alltag, wie du immer wieder wegschmierst, du Geist. Wie du immer wieder vollkommen sympathisierst mit einer Seite und entsetzt bist mit der anderen Seite. Dann wieder in Zweifel kommst, wenn du vor deinem Fernseher siehst und da siehst du volle Krankenhäuser und irgendein Arzt erklärt dir und dann werden Bilder eingespielt. Der klassische, der Manipulation des Framings der Massenmedien, die übrigens sich das nicht raussuchen können, dass ich die mir jetzt so ausdenke. Bist du schon ich? Du musst aufhören, irgendjemanden, dem du dir denkst, die Schuld zu geben, dass er so ist, wie er von dir jetzt in diesem Moment gedacht hat. Die Schuld ist zuerst einmal der Intellekt, den du zum Denken benutzt, dein Schwamminhalt. Den konntest du dir aber nicht raussuchen. Das heißt, du bist auch so lange nicht schuld, solange du das nicht weißt. Mit Holofilling gehst du vollkommen in die Schuld. Ich mache dich Richter über alles und jeden. So, und jetzt springen wir mal ganz, ganz kurz in ein heutiges Update rein. Das ist das Thema des heutigen Updates als Ding an sich. Da hatten wir in unserem Chat, wo ich immer wieder sage, so eine kleine Sache. Von unserem Rainer, glaube ich, war das. Nein, Joker. Ich hoffe, genau. Jetzt ist es so, da geht es um die Zahl 256, Amaria. Wort, und das sind die Offenbarungen des Jahres. Er verlinkt jetzt auf die Holofeeling-Seite. Da geht es dann hier mit dem vorhergehenden Selbstgespräch, was mir wichtig ist. Das sind zwei Seiten. Alles, was in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf, egal ob das ein Lied ist, egal ob du eine Magnitudensuppe anschaust. Die Welt spricht zu dir, sobald du die Vordersprache beherrschst. Und das ist natürlich hier die klassische Übersetzung. Amaria heißt ihre Reden, ihre Sprüche, ihre Redenwendungen, ihre Verheißungen. Dazu muss man wissen, dass diese Ja-Endung ihre Singular hebräische Grammatik ist. Ja. Wenn ich das blau schreibe, heißt es ihre Worte, Reden, Sprüche. Das ist die erste Seite. Ich kann das aber komplett rot lesen. Und dann bedeutet das das oder der Wort Gottes, weil das heißt nämlich Wort sprechen, das können wir uns dann einzeln nochmal anschauen, und das heißt Gott, ja, Kurzform von Jahwe. Und ich habe jetzt das Rot geschrieben, plus minus ist gleich Null, da habe ich jetzt das Theta reingesetzt mit der Nulllinie. Jetzt hast du den Wellenberg oben, jetzt haben wir schon unseren Einheitskreis. Mhm. Und jetzt habe ich das Großbuchstaben auch eine Zeichen für diese griechischen Buchstaben. Mhm. Und das ist interessant übrigens, wenn man die jetzt durchzählt, das können wir uns kurz nochmal anschauen, habe ich hier dieses Zeichen als Großbuchstaben, ist ein kleines He, die Quintessenz in der Mitte von dem Einheitskreis. Das ist der Ort Gottes. Und Gott ist E-Quadrat. Diese Quadrat sind J-C-A-I-C-H, wir zwei. Und da habe ich jetzt das, wenn man jetzt einzeln liest, der Schöpfer ist das Meer, ist der Kopf, B-Rosche, die Mitten dieses Kopfes, und das ist Gott. Das Gotteskind ist die Quintessenz, das ist dieses H. Mhm. Wie gesagt, jede Kleinigkeit könnte ich jetzt noch stundenlang weiterlesen. Wichtig ist der Artbasch, wenn wir uns den hier anschauen. Drunter, das ist nämlich 5, die Quintessenz ist die 43. Ich brenne jetzt die 43, den großen Magier, nicht nochmal ein. Mhm. Den Gatt von rechts nach links gelesen, den Glücksgott Jupiter, der in dir aufgetaucht ist, um dir die Tür zu öffnen in eine vollkommen neue Welt. Wenn wir das blau lesen, ist die schöpferische Gestaltwerdung ist eine berechnete intellektuelle Wahrnehmung. Das sind die Welt einer Gedankenwelt. Okay, das ist jetzt einmal das Wort. Und dann machen wir als nächstes einen Sprung und jetzt schauen wir mal in den Zephania rein, was da drin steht. Das ist nämlich das Gericht über Judah. Und jetzt haben wir über das Gericht. Riech immer dran denken, ich heiße Gericht.
über dir sind deine Gedankenwellen und jetzt der Judah ist an und für sich, da kann man den Judah setzen, kann man blau auch lesen und hast intellektuell aufgespannte, geöffnete Schöpfung und 470 gelesen ist das hier dein Wissen, intellektuell aufgespanntes Wissen. Genau. 470. Das Wort des Herrn geschah zu Zephania, dem Sohn von Kushi. Jedes dieser Namen ist ein Symbol, wo eine unendliche Tiefe hat, aber wichtig ist jetzt, und des Sohnes Amarias. Den haben wir gerade angeschaut. Das heißt, das Wort Gottes. Ich habe jetzt der Sohn, es, J-C-H-I-C-H. Immer dran denken, Gott ist allein, will er nicht mehr sein, darum denkt er sich einen Sohn, das ist der J-C-H, der Jesus, der dann erkennt, ich bin eins mit dem Vater und dann sind wir wieder eins und dann denke ich mir dich aus. Mhm. Und jetzt wird es interessant, jetzt kommt Sodom und Gomorra. Wegraffen, Affen. Ja, wegraffen werde ich all. Da steht nur ich Gott. Nicht El Hayom, sondern nur ich Gott. Mhm. Und Gott ist nichts, heißt auch nichts. Das absolute Nichts. Alles kommt aus mir, aus Gott, aus dem Nichts. Ex nihilo. Und kehrt wieder zu mir zurück. Alles von der Fläche des Erdbodens, spricht der Herr. Wegraffen werde ich Menschen und Vieh. Wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres und die Trümmerhaufen samt den Gottlosen ausrotten werde ich die Menschen von der Fläche des Erdbodens, spricht der Herr. Das passiert mit jedem neuen Gedanken, den du denkst. Genau. Es ist eine extreme, ich sage immer, eine extreme, unvorstellbare Grausamkeit. Und ein extremer Segen gleichzeitig. Mhm. Ich sage immer, mit der Erkenntnis der absoluten Unfreiheit des Brösels, der du bist und des träumenden Geistes, der sich nicht raussuchen kann, was er träumt, entsteht eine absolute Freiheit, nämlich die Erkenntnis, du kannst nichts verkehrt machen, wenn du der bist, der seinen Traum einfach anschaut. Du bist der, der lernt, nicht der träumende Geist, den wir uns jetzt ausdenken lernen, sondern der, der das erlebt, was er träumt. Das ist die Erklärung dazu. Mhm. Jetzt habe ich hier diesen Satz, da springe ich jetzt hier mal zurück, dass du das im Ganzen siehst. Dann habe ich jetzt den ganzen Bibelvers hier drunter gestellt. Das machen wir dann in den Update. Kannst du dann, wenn du das Update des nachfolgenden Jahr anschaust, ist das drunter. Dann kommt hier dieser schöne Satz, den ich unter meinem Christuszeichen habe. Hier unten der Satz. Das heißt schlichtweg einfach einmal übersetzt. Da gibt es übrigens auch eine Offenbarung, wo das genau erklärt wird, was das Zeug da drunter heißt. Das heißt, und wenn die Welt um dich herum, die Welt, die du dir jetzt ausdenkst, in Fetzen geht, du bist der Einzige, der übrig bleibt. Mhm. Du bist ein träumender Geist. Egal, was in deinem Traum sich auflöst, es ändert nichts an dir. Mhm. Und dann kann ich tausendmal sagen, existiert ein Körper, wenn du nicht dran denkst. Es ist hundertprozentig sicher, dass du an etwas nicht, wenn du an etwas nicht denkst, existiert es nicht. Mhm. Das ist hundertprozentig sicher. Und solange du in dem Wahn lebst, das erste und das zweite Gebot zu brechen, dass du dir Bilder machst vom Himmel oben, die nur da oben sind, die sind hier und jetzt Informationen. Jetzt mache ich wieder Schnipp, wo ist der Mond jetzt? Oder der Jupiter, der Merkur, die Sonne, wo waren die jetzt die ganze Zeit? Die haben nicht existiert. Du bist ein träumender Geist. Und wenn was zu existieren beginnt, kommt es aus dir, ex nihilo, aus dem absoluten Nichts, dass ich UB bin, als Symbol. So, und jetzt schauen wir uns mal, wie das weitergeht. Und es, immer an E-Quadrat denken. E-Quadrat ist Bewusstsein, ist wir. Du und ich. Du, der du dir jetzt dieses Gespräch ausdenkst, als roter Geist und ich, der dich das jetzt denken lässt. Öffnen das Geschehen am Tag der Schlachtopfers. Des Herrn, da werde ich die Obersten und Königssehne und alle, die fremdländische Gewänder anziehen, heimsuchen. Die Heimsuchung ist, was Hayom ist, wieder zurückholen. An jenem Tag. Dazu muss man wissen, dass das hebräische Wort Tag Yom ist. Das schreibt sich 10:46. Und Hayom. H ist dann der Tag. Das ist das hebräische Wort für heute. Genau. Alles, was passiert, passiert heute. Es wird morgen und übermorgen nichts passieren. Wenn morgen was passiert, ist morgen heute. Morgen ist etwas, was du dir heute in die Zukunft denkst. Wenn das dann ist, ist dieses Morgen heute. Und alles, was du dir jetzt gestern oder in die Vergangenheit denkst, wie gestern war, war gestern heute. Und jeder Moment, der heute passiert, passiert jetzt. Das ist die Sache mit der Hierarchie der Zeitfenster. All das ist hundertprozentig sicher. Das wird ein Gedanke von dir, ein Mensch, ein Affe niemals verstehen.
Ich wiederhole diese kleinen Beispiele, wenn du die Kreaturen, die du dir jetzt ausdenkst, die haben verschiedene Bewusstseinsstufen. Aber Bewusstsein ist, es gibt nur ein Bewusstsein, es sind intellektuelle Stufen. Wenn ich immer sage, zum Beispiel hier der Unterschied zwischen einem Trockennasenaffen und anderen Tieren, besteht einfach in der Rechenfähigkeit. Ich sage Instinkt, was du Tieren als Instinkt definierst, das ist ein kleiner Taschenrechner, und was du Intellekt nennst, ist ein normaler Laptop oder Computer oder Smartphone. Genau. Beide sind geistlose Rechenmaschinen, die auf gewissen Daten aufbauen oder Regeln aufbauen, Berechnungen anstellen. Es ist ein Aufblähen der Quantität, aber nicht des Bewusstseins. Bewusstsein ist nur eins da, das ist der träumende Geist. Und jetzt kommt jetzt, wenn du die Kreaturen anschaust, du kannst einer Katze, es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, niemals beibringen, dass die dir ein Stückchen bringt. Es müsste eine Ausnahmekatze sein. Das kannst du einem Hund beibringen. Ich erzähle das so oft, das ist unendlich tief, was ich dir jetzt erkläre. Du kannst aber einem Hund das Sprechen nicht beibringen. Das kannst du einem Papagei beibringen. Aber dir muss klar sein, wenn der irgendwann einmal was nachäfft, hat er das nicht verstanden. Er weiß nicht, was das bedeutet, was er spricht. Stimmt oder stimmt? Ja. So. Und alle Menschen, die nachäffen, sind nichts anderes. Genau. Also gut, an jenem Tag, das heißt, heute werde ich jeden heimsuchen, der über die Schwelle springt. Jetzt kannst du das vorhergehende Selbstgespräch auch nehmen mit diesen Liedern, wo ich dann ganz definitiv sage, ich gebe dir jetzt eine Möglichkeit, wenn du mir vertraust, dass ich in dir einen vollkommen neuen Traum auftauchen lasse. Wie aus nichts. Alle, die das Haus ihres Herrn mit Gewalttat und Betrug füllen, und es wird geschehen heute, spricht der Herr, horch ein Geschrei vom Fischtor, Facetten, die in dir auftauchen, ist es Gestaltwertung für einen Moment. Und es passiert in einer Reihe. Tor. HR heißt wieder eine wahrgenommene Berechnung und das ist der Berg, hebräisch, HR. Und das wiederum BRG, das deutsche Erwachte Geist. Und ein Geheul von der Neustadt und ein lautes Krachen von den Hügeln, von den Gedankenwellen hier. Es kracht und donnert über dir, schlagen die B-Randungen zusammen. Immer im Nullpunkt. Der polare Rand ist der Wendberg, ist Wendler und die schlagen immer wieder, schau das kleine Bild an, die Brandung. Die Welt, ELD, das Brandopfer, schlägt von Augenblick zu Augenblick wieder zusammen. Das deutsche Wort Welt, von rechts nach links, in hebräischen Zeichen geschrieben, heißt ein aufgespannter polarer Rand, ein Brandopfer. Du musst jede Welle opfern, um eine neue Welle, eine neue Form zu bekommen. Genau. Ein ewiger Vorgang ohne Anfang und Ende. Heute, ihr Bewohner des Maktesch, das wäre jetzt wieder hebräisch, müssten wir jetzt in Denach gehen, Redo-Programm hat es Tausende von Stunden getätigt und da stimmt dann jeder einzelne Satz und jeder Vers. Denn das ganze Händlervolk ist vernichtet. Alle, die Silber abwiegen, Kesov, wie eine Schwelle, die Gedankenwellen, abwiegen, was richtig und verkehrt ist, der Wellenbalk oder das Wellendal, sind ausgerottet. In jener Zeit wird es geschehen, wir öffnen, wir schließen jetzt, rot gelesen, eine Ehe zwischen Plus und Minus ist immer eine Eheexistenz, wobei die unteren paar zusammengehören. Auch Gesundheit und Krankheit und Hell und Dunkel und Gut und Böse und Sonnenschein und Regen. Dass ich Jerusalem mit Leuchten durchsuche und die Männer heimsuche, Seher, die Denker, den Geist, die Geisteszungen, die sich das ausdenken, nicht die Trockennasenaffenmännchen. Ja. Und die ist volles Holo-Feeling, magst du das? Naja, klar. Der Text könnte von mir sein, Redo. Die Männer mit einem Schmunzeln, die Männerheimsuche, die auf ihren Hefen sitzen, die ich jetzt, da müssten wir jetzt wieder schauen, was da für ein hebräisches Wort oder was das altdeutsche Wort Hefen bedeutet, die in ihren Herzen sagen, der Herr wirkt nichts Gutes und wirkt nichts Böses. Wie ist das zu verstehen? Wenn du vom Baum der Erkenntnis von Dov Vera, von Gut und Böse ist, dann wird dir ein Licht aufgehen und du wirst sein wie Gott. Ich, UB, wirke, wirk, das wirkende E-Quadrat, das ist das Ding in der Einstein-Formel. Nichts Gutes und nichts Böses, sondern immer nur flackernd, plus minus ist nichts, die Nulllinie, absolut Vollkommenes und absolut Perfektes. Und jetzt ist es die Weisheit vom Erwachten, sind Facetten in Eckspiegeln. Das ist das E-Quadrat-Bewusstsein, das sich das anschaut. Das ist innerhalb dieses E-Quadrat-Bewusstseins spitzt sich das Ganze ab. Ja. Da habe ich jetzt ein Liedchen noch mit reingestellt. Da habe ich jetzt so einen
so ein ist eigentlich ein Buch, ist aber mehr ESO-Zeug. Nein. E-Quadrat, wie Ihre Gedanken die Welt verändern, neue Beweise zum Selbsttest. Da haben wir jetzt das hier, ein bewusster Geist, Energie, bewusst er sein. Er, der sich das Ganze ausdenkt. Das bin ich. Und du? Du, der sich's ausdenkt in Maßsetzung des Intellekts, den du von mir bekommen hast. Und den erweitern wir jetzt ganz gewaltig. Geist, GE-Quadrat, ist Energie. Das ist interessant. Sein, Energie, Kopf. Mhm. Und der Geist Gottes ist dieses E-Quadrat. Mhm. Rot, Adam, still, auch schweigsam, der nichts mehr sagt, der nur noch schaut. Das ist, wenn ich sage, du musst zu dem Geist werden, der seinen Traum beobachtet und beobachtet, wie du jetzt in deiner Rolle reagierst, wie du interpretierst, ohne deine eigenen Währungen zu interpretieren. Das wiederhole ich immer und immer wieder. Und wenn es jetzt wieder in dir auftaucht, du vergisst es immer, du vergisst es ständig. Und das ist die Lampe im Projekt, in unserem Beispiel, dieser Fähig. Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden. Ganz einfach die Erklärung, sie ist als Geist, ein absolutes, nicht denkbares Nichts, weil sie ewig ist. Und sie alle Formen, die sie annimmt, dieses schöne Symbol mit der 200 Gramm rote Knete, die sich umformt. Du bist, egal an was du denkst, egal welche Information du jetzt anschaust, du bist immer derselbe Geist. Rot gelesen, weil jetzt denken wir uns ja schon wieder an aus. Sie, das Bewusstsein Gottes, ist E-Quadrat, kann nur von einer Form in die andere umgewandelt oder von einem Körper auf den anderen übertragen werden. Das ist aber ein Blödsinn. Aber dieses ständige Umwandeln, weil dann müssen wir uns das schon wieder auseinanderdenken. Ich habe jetzt da nur den Originaltext genommen. Das sind jetzt die Sachen, die findest du in Physikbüchern. Mhm. Und das natürlich jetzt auch wieder umgesetzt, macht das alles einen Riesensinn, wenn ich jetzt die Jahreszahlen die umsetze, weil das eine Matrix ist. Und dieser ganze, die Energieerhaltungssatz, der Mech-Ani, das Gehirn-Ich, das ist wie dein Gehirn-Ich. Jetzt fängst du an, die Energie auszudenken, die erschaffen wird, die verbraucht wird. Das sind schon Formen dieser roten Energie. Das ist das, was man wissen muss. Das ist so mal das Erste, wo ich jetzt darauf hinweisen wollte. Ich will das Selbstgespräch ja nicht so lang machen. Das ist jetzt das Vorhergehende. Und man muss sich darauf einlassen, wenn ich jetzt meine, ich habe das nicht nötig. Das ist zum Beispiel hier, ich habe mir die Mühe, wenn man das jetzt, das pure MZ, das ist nicht existierend, ist Gott. Nicht existierend Gott. Das füll ich jetzt ein und das hebräische Wort für Information hat dann in sich selber die Formationen und dieses pur heißt ja das Los des Schicksals. Interessant. Das ist auch das für, das habe ich so oft darauf hingewiesen. Ja. Das Los, das Schicksal, du hast immer eine kleine, wenn du kleiner Geist dich noch vor etwas fürchtest, für ist pur, die Radix F-U-R ist P-U-R im Hebräischen, dass dir aufgrund eines fehlerhaften Wissensglaubens, jetzt zum Beispiel, dass du sterben musst und dann, solange du dich mit deinem Körper verwechselst, hast du ein riesengroßes Problem. Das Ganze passiert nämlich im Kopf der 86. Oder das ist das intellektuelle Wissen der 86. Und wo wollte ich jetzt hin? Ach, MZ wollte MZ. Ich noch. Das MZ. Das jetzt hast du mal, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Schau, dieses Los ist Spreu und die Unterdrückung. Und jetzt können wir in den Bibelvers reinspringen. Ich trenne die Spreu vom Weizen. Such dir das einmal her. Dieser genaue Vers. Das ist jetzt immer wieder bei den vorvorhergehenden Selbstgesprächen mit der 666. Da wird die Spreu vom Weizen getrennt. Das ist die Gestalt gewordene Geburt, heißt es schlichtweg. Aber das ist doch dein Schicksal. Das ist doch pur. Dein pures Schicksal ist, dass du jetzt dich als irgendein Brüsseler lebst im Traum. Jetzt, was ich noch ansprechen wollte. Das ist ein kleiner Aufzug. Da weiß ich, dass viele extrem überfordert sind, obwohl das, wenn man das Prinzip kennt, ist das unabdingbar. Aber wichtig, wenn du jetzt vorschnell bist und sagst, das interessiert mich nicht, ein klares Zeichen, das ist wie ein Kind, das sich halt nicht für erwachsene Sachen interessiert. Und normale erwachsene Trockenhausenaffen interessieren sich über so viele Sachen, aber nicht über sich selbst. Für sich selbst, Entschuldigung. Wer interessiert sich für das, was er selber ist? Ich weiß doch, was ich bin. Ich weiß doch viel besser wie du, was und wer ich bin. Hier reinschauen. Wir springen da ganz kurz rein.
Das ist jetzt so ein physikalisches Zeug über die Ebenen, dass ich immer wieder sage, wenn du jetzt ein Bild anschaust, ein Fernseher, normalen Fernseher, dann ist es ein 3D-Bild. Dann wirst du sagen, wieso ist es ein 3D-Bild? Weil du ein zweidimensionales Bild hast, das sich ständig verändert. Und diese ständige Veränderung, Bild, 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 ist die dritte Dimension, das nennst du Zeit. Und wenn du aus deinen Augen rausschaust, sprich auf eine VR-Brille aufhast, dann hast du ein vierdimensionales Bild. Du hast nämlich ständig wechselnde dreidimensionale Bilder. Das ist dann ein vier, jedes Bild ist ein vierdimensionales Bild, ein dreidimensionales optisches Bild, plus der Moment, den du anschaust, der aber mit dem nächsten Gedanken schon den nächsten Moment erzeugt. Das wird hier erklärt. Und jetzt fahren wir hier mal rund auf die Seite 10 und dann kippt es in einen ganz anderen. Ich lasse alles, was in Physikbüchern steht, stimmt. Da musst du jetzt das gar nicht, das sind reine arithmetische oder physikalische Sachen, dass du aus dem Nullpunkt im Einheitskreis, wo es über die Farben entrollst, grün heißt dann aufblühen, ausspucken, dann gehst du in den blauen, über den Purpurbereich da rein und das Ganze zwei Umdrehungen, das ist der Spin in der Quantenmechanik, Genau. rollt sich dann wieder zurück in den Mittelpunkt. Das wird jetzt ohne physikalisches Wissen, kannst du, ich habe es so einfach beschrieben, wie es einfach nur geht. Aber du solltest den Dilettanten-Bachelor etwas mehr vertrauen. So, jetzt kommt diese Stelle und jetzt wird es ganz interessant, weil jetzt mache ich es einfach. Schau dir das an, wenn du Interesse hast. Wenn du keins hast, ist eh wurscht. Das ist jetzt original, ich bin du nur farbig geschrieben. Ab hier. Wichtig, wir lesen das nochmal durch. Ich, oh Bill, will dich jetzt an einige Worte aus dem Buch Ich bin du erinnern. Diese geistreichen Worte betreffen nicht nur all, das ist das Nichts, Creatio ex nihilo, Religionen. Religio heißt wieder zurückführen in dieses Nichts. Das passiert, wenn du wach wirst, wirst du an diese ganzen Religionen nicht mehr denken, weil dann hast du ein höheres System in dir installiert, nämlich Holofeeling. Sondern sie gelten auch für die dogmatischste aller fanatischen, rechthaberischen Glaubensgemeinschaften und das ist die völlig gottlose, geistlose, offizielle, materialistisch orientierte Naturwissenschaft. Ich mag es nochmal so, da kann auch die dazu. Das ist purer Materialismus, unbewusstes chronologisches Denken. Keiner, es ist nur Machterhalt, es ist geistloses Geschwätz und Menschenmanipulation. Ob das politische Sekten sind, ob das religiöse Sekten sind, das ist das, was ist. Du musst es akzeptieren. Wenn du es nicht akzeptierst, ein Gedanke von dir wird es nie akzeptieren. Hoff da nicht drauf. Du musst der Erste sein. Wenn du ich bist, bist du der Erste. Er, SD. War drauf. Aber was will man von Menschenaffen? Nach eigener naturwissenschaftlicher Definition, bist du ein dummer, geistloser Affe, der jetzt vom Computer sitzt, oder bist du der Geist, der sich selbst als Affen ausdenkt? Wenn du das bewusst machst, ist es vollkommen okay. Dann bist du ein Schauspieler in einer Rolle, in einem hyperrealistischen Videospiel, ein Avatar bzw. der Protagonist von dem Spiel, der den Joystick in der Hand hat. Das gibt dir eine unendliche Macht. Aber keinen Schritt, keine Sekunde früher, bevor du das nicht erkannt hast für dich selbst. Denn anderes erwarten als nur das geistlos nachgeäffte Rezitieren der göttlichen Weisheiten, die in den heiligen Büchern aller Glaubensgemeinschaften stehen. Und dazu gehört auch die Mathematik, Physik, Chemie und Biologiebücher. Ich sage, das sind alles heilige Bücher. Alles, was da drin steht, stimmt. Was nicht stimmt, ist das, was dir deine Affeneltern oder Lehrer erzählt haben, was das bedeutet. Der offiziellen Naturwissenschaft. Offiziell heißt hinderlich. Das, was in diesen Büchern steht, ist richtig. Geruch. Dick, dick. Dick. Genauso richtig wie das, was in den heiligen Büchern jeder anderen Religion steht. Die Falschheit, immer dran denken, Falla heißt auch Falle, falsch. Die Welt ist das, was der Fall ist, sagt Ludwig Wittgenstein in seinem Tractatus Logicus, den wir uns jetzt ausdenken. Der sagt es natürlich nur, ich kann mir den nur ausdenken, wenn ich das weiß. An und für sich weißt du in dir alles, weil du alles in dir trägst. Du bist 1 durch 81. Und damit auch alles Übel in der Matrix entsteht erst durch die einseitige, wohlgemerkt die einseitige Auslegung der vollkommenen metaphorisch zu verstehenden Symbolik, das Zusammengeschmissene dieser heiligen Bücher. Nicht nur die Heiligkeit der einzelnen Bücher, sondern auch die Heiligkeit dieser ganzen Bücher und Religionen sind wieder Facetten von einer höheren Kollektion. Das Christentum als Ding an sich existiert in deiner Welt überhaupt nicht.
Das sind geistlose Nachahmer des Katholiken sind und das sind alles tiefgläubige Materialisten, schon aufgrund der Tatsache, dass sie unbewusst chronologisch denken und das zweite Gebot halten. Stimmt oder stimmt? Jetzt komme ich und ich sage wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war ich, wenn ich mir einen Abraham nicht ausdenke, existiert er nicht, hier und jetzt in meinem Traum. Und ehe der Udo Petscher ist, den du dir jetzt ausdenkst, bist du, weil es existiert auch kein Udo Petscher in deinem Traum, es existiert nicht einmal ein Gott in deinem Traum, wenn du nicht an Gott denkst. Mhm. Gott selber kann man nicht denken, das bist du selber, zumindest der Gott für deinen Traum. Mhm. So, und jetzt schauen wir da ein bisschen rein. Du unterwirfst dich, das ist jetzt ich bin, du, die erste kleine Schrift, wo alle so verschmähen, weil das ja so ein Spinner ist. Du unterwirfst dich den Informationen und den anerzogenen Glaubenssätzen und Dogmen, die du aus dem Unterbewusstsein, das ist dein, das im Arbeitsspeicher, dein Schwamm erfassen kannst. Du greifst ja nur auf das zurück, was dir logisch erscheint. Alles andere verwirrst du. Ich sage, liebe deine Feinde. Liebe das, was du bisher bekämpft hast. Mach dir bewusst, hättest du den Schwamminhalt deines Gegenübers, mit dem du um Standpunkte streitest, dann wäre das für dich vollkommen logisch. Es wäre für dich vollkommen logisch, dass das Impfen richtig ist und es nicht Impfen die Falle ist. Du musst die Demut aufbringen, hättest du den Glauben deines Gegenübers, dann wäre alles, was du ihm erzählst, unlogisch. Mhm. Aber wir haben in den zwei Seiten trotzdem, schau bitte das untere Bild, nochmal eine Besonderheit. Dass Druck, sobald du streitest, Gegendruck erzeugt. Mhm. Umso rechthaberischer du überzeugt bist, dass dein Nichtimpfen richtig ist, umso mehr wirst du welche um dich rum haben, die überzeugt, noch überzeugter sind, dass das Impfen richtig ist. Mhm. Genau. Erst wenn du von deinem einseitigen Glauben locker lässt, lassen die auch locker. Mhm. Die haben keinen Gedanken und keinen Einfluss drauf. Darum sage ich, mach dir bewusst, mit welcher Seite du sympathisierst und mach dir irgendwann einmal bewusst, dass du, hättest du das andere Programm, wäre das auch richtig. Wir haben aber bei den zwei Seiten, und das erkläre ich mit dem Schwammbeispiel, Entschuldigung, mit dem Klingelingeling-Beispiel, dass da trotzdem ein Unterschied ist. Der Unterschied besteht darin, bei dem Klingelingeling-Beispiel, dass das, was du bis dato geglaubt hast, gleichgültig, ob du jetzt Impfgegner oder Impfbefürworter bist, dass du chronologisch unbewusst immer eine Ursache in die Vergangenheit denkst, die du dir denkst aufgrund eines Reizauslösers. Genau. Das ist das Klingelingeling-Beispiel. Das gilt für beide Seiten. Egal, ob du für Impfen bist oder gegen Impfen bist. Du setzt die Ursache irgendeinen Virus, der in der Vergangenheit aufgetaucht ist, den wir jetzt da draußen haben. Du kriegst das zweite Gebot. Der eine wie der andere. Das ist kein Unterschied für mich. Das ist das Gut. Ich habe weder was Gutes noch was Böses erschaffen. Wenn du vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse isst, dann wird dir ein Licht aufgehen, die Augen aufgehen und du wirst sein wie Gott. Ich wiederhole das jetzt nicht nochmal. Das Lämpchen. Englisch Lamp, die Lampe. Und das Lamm der Offenbarung. Dann bist du diese Lampe, das Lämpchen, das brennt. Und solange du eine Seite als Minus definierst und das nicht haben willst, hast du ein Riesenproblem. Bis in alle Ewigkeit. Das ist das, was ist. Das heißt also, dieses Unterbewusstsein ist jetzt blau geschrieben, aufgespannte Existenz einer Reihe. Das ist nicht Bewusstsein. Das ist dein Intellekt, das ist dein Glaube. Dein ganzes intellektuelles Wissen, das du als richtig ansiehst. Und bastelst dir dann daraus dein Weltbild, eine Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht oder eine Scheibe, je nachdem, was man dir erzählt hat. Giftige, gefährliche Viren, die wohlgemerkt bis zum heutigen Tag auch die DNA, auf der dein Körper aufbaut, die noch nie einer gesehen hat, aber jeder erklärt dir genau, wie das funktioniert, weil sie geistlos nachäffen, ohne sich Gedanken zu machen, was es wirklich bedeutet. Mhm. Die sind es nicht wert, dass die Erde bescheißen, die du dir ausdenkst. Klingt jetzt unheimlich brutal, ich mache das absichtlich mit einem Schmunzeln. In dir liegt aber meine ganze Wirklichkeit. Alle möglichen Möglichkeiten des Daseins und alles Wissen der Menschheit ist in dir im Jetzt 1 durch 81 vorhanden. Mhm. Viel mehr, als du aus allen Büchern der Welt jemals erfahren kannst. Reines Kopfwissen kann dir niemals den Duft einer Rose liegen oder lebenfrohes Kinderlachen empfinden lassen. Ich spreche hier nicht als Autorität oder Lehrer. Ich, dieser Lautsprecher, den du jetzt zuhörst. Ich zeige dir, was Lichtzeichen sind. L-Out heißt auch Lichtzeichen. Mhm. Sondern nur vom Buch zum Mensch, wenn du das selber lesen wirst. Mhm. Hast du natürlich eine Lautsprecherstimme. Wer spricht es, wenn du jetzt zum Denken und wenn du das liest? Du merkst, wie das sich verändert, nur durch das Hinzufügen der Farben im Sinn. Genau. In Ich bin du ist es nur schwarz-weiß. Du wirst aus dir nur das herauslesen,
was du in der Lage bist, in mich hineinzulesen. Das ist nämlich, das denkst du dir ja jetzt aus. Das ist ja immer in Bezug auf ich bin du, wenn du das Buch in der Hand hast. Wie das erschienen ist, hat es ja praktisch noch kein Internet gegeben. Die meisten hatten kein Internet. So wie du über mich urteilst, verurteilst du alle Dinge und Lebewesen in der von dir wahrgenommenen Welt. Recht haben wollen heißt immer auch Macht haben wollen. Es ist eine arrogante Anmaßung, bestimmen zu wollen, wie die Dinge sind und wie sie zu sein haben. Nie wirst du den Sinn deines Daseins erfahren, solange du nur an deine selbstbestimmten Wahrheiten glaubst, die ja überhaupt nicht deine Wahrheiten sind. Deine ganze Meinung sind Anderungen. Verdammt nochmal, begreif doch, egal was du an Corona-Zahlen, an Sterbezahlen, an volle oder leere Krankenhäuser dir ausdenkst, hast du doch alles aus dem Internet. 100%. Zu 100% sage ich, dass 99,99% von dem, was du als 100%ig sicher ansiehst, wenn du das beschwörst, wirst du an Meinheit. Und ich sage jetzt nochmal, ich lasse dich bis in alle Ewigkeit leiten, bis du aufhörst, Meinheit zu schwören. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden, und solange du ein ungerechter, ein liebloser Richter bist, weil ich deine Richtersprüche an dem vollstrecken, vollkommen sinnlich wahrgenommen real, der du zurzeit in deinem Traum zu sein glaubst. Und du wirst bis in alle Ewigkeit aus diesen Hexenkesseln nicht rauskommen, bis du zu Liebe wirst und alles und jeden, den du dir ausdenkst, vergibst. Weil du erkennst, der kann nichts dafür, dass ich ihn jetzt so träume und ich als träumender Geist auch was Ausgedachtes, kann nichts dafür, dass ich das jetzt träume. Und jetzt bist du der, der vor den ganzen ausgedachten Dingen steht, der rot heißt. Ja. So verhält es sich auch mit meinen gesamten Offenbarungsschriften. Nie wirst du ihren wirklichen Sinn rot begreifen und entschlüsseln können und sie im Gesamtzusammenhang verstehen, wenn du sie nur als eine Analyse mit deinen selbst erfundenen Maßstäben unterziehst. Welch ein Widersinn, wenn gerade scheinheilige Menschen glauben, die Bibel, wie in mir ist in Gott, in mich, nihilo, erklären und auslegen zu müssen. Dies ist einer der größten Sünden deiner Menschheit und die schlimmste Besudelung meiner heiligen Schriften. Gilt übrigens nicht nur für die Bibel, sondern auch für den Koran. Es gilt für die Physikbücher, für die Chemiebücher. H2O hat nichts damit zu tun, dass da irgendwelche kleine Teilchen, Elektronen und Protonen rumkreisen und in einer gewissen Kombination das Ganze dann Wasser ergibt. J-H-W-H, zwei Kreisen, das ist das H2O. Es beschreibt die Welt einer Gedankenwelt. Die selbstständige Textexegese, Auslegung fanatischer Besserwisser wurde zur Wurzel unvorstellbaren Leids, wobei ich jetzt schmunzel, dass Gedanken von mir niemals als Ding an sich leiden können. Du kannst jetzt die grausamen KZs vorstellen, dann erschaffst du die. Du erschaffst die, weil du dir eine Vergangenheit ausdenkst, die du nur mit deiner Meinheit beschwören kannst. Du lebst in einem so einem offenen, freien Staat, die dich ins Gefängnis werfen, wenn du das leugnest. Was man dir eingetrichtert hat, habe ich nicht gesagt. Die Kriegsgewinner bestimmen immer, wie die Vergangenheit war. Ich zeige dir einen anderen Hitler, der natürlich auch dann nur einseitig ist. Jetzt sind wir wieder wie beim Impfen oder Nicht-Impfen. Guter Hitler oder böser Hitler. Genau. Die Frage stellt sich nicht, wenn du drüber stehst. Bei Holophilen geht es nicht, ob oben oder unten stimmt, ob gut oder böse stimmt. Was ist das in der Synthese? Was vollkommen Neues. Ja. Das ist, du brauchst keinen großen Intellekt. Ich sage, jeder 13-Jährige, der aufgeschlossen ist, wenn mir jetzt geistig folgt, kann das verstehen. Und dann erkennt er den Wahnsinn seiner Lehre und seiner Erzieher. Und dann wird er ewig leben und nicht, weil man die Erdkugel rettet, die du dir ausdenkst. Hätte man dir was anderes erzählt? Hätte man dir erzählt, du träumst jetzt von Anfang an. Meine Sache mit der Insel. Ja. Dazu gehören vor allem die Besserwisser, Entschuldigung, die Vorfahren der jetzt etablierten Kirchen. Auch hier und gerade hier wollte der Mensch nur dirigieren, bestimmen und Macht beanspruchen. Geh mal ins Mittelalter, die ganzen Kirchenfürsten, die ganzen Bischöfe, wie die Weltlichkeit, die Bischöfe und die Könige miteinander bis zum heutigen Tag, schau dir Bilder an, wo katholische Bischöfe dort stehen und den Hitlergruß machen. Jetzt in der negativen Form. Es ist wichtiger, an der Macht zu bleiben, weil sonst wird es keine katholische Kirche mehr geben. Ja. Wenn der Hitler sich durchgesetzt hätte, wird es ganz andere Sachen geben. Aber jetzt nicht unbedingt bessere. Evolution, Revolution, Evolution, Revolution. Die immer Grenzen ziehen. Oft drängt sich dem einsamen Sucher die Frage auf, welches Mal meine Bibel so verworren und oft widersprüchlich erscheint. Die ist widersprüchlich, weil ich die Ganzheit erkläre.
Ihre Aussagen scheinen undurchsichtig, ihre Absichten unbestimmt. Sobald man glaubt, einen Sinn gefunden zu haben, schon zeigt sich ein erneuter Widerspruch. Warum wird darin nicht klar ausgedrückt, was nun wirklich Sache ist? Es wird ganz klar ausgedrückt, du müsstest nur die Fahrersprache verstehen. Genau, in Bezug Schauen auf die wir uns Flucht. Gleich an. Dann wirst du feststellen, dass da viele Kleinigkeiten drin sind. Ich springe mal da gleich rein, wir hatten mir da heute Morgen was geschrieben. Der Roman. Frage. Das mit der Mitte fange ich an zu verstehen, Chef. Diese entscheiden ja auch immer, das geht jetzt auf das letzte Selbstgespräch. Allerdings beißt sich bei mir immer die Aussage bezüglich Endzeit Sodom und Gomorra, aber gleichzeitig wird immer wieder erwähnt, in Selbstgesprächen, dass es mindestens 25 Jahre braucht, um mal anfangen, wirklich etwas zu verstehen. Du musst mindestens 25 Jahre die Bücher studieren. Ich sage, du musst die gar nicht studieren. Das ist die andere Seite, das ist ja einseitige Aussage. Ja, ehe die Berge geboren waren und die Erde und die Welt und du die Erde und die Welt erschaffen hattest von Ewigkeit zu Ewigkeit, bist du Gott nichts. Da steht, bist du all. Du lässt den Menschen, da steht Enos, zu Staub zurückkehren und sprichst, kehr zurück, ihr Menschenkinder. Das steht da nicht. Im Original steht, komm zurück, Benim Adam. Komm zurück, mein Sohn. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, der vergangen ist und wie eine Wache in der Nacht. Wir können uns das einmal im Original anschauen. Das sind diese Verse. Da heißt es hier, bist du Gott? Da steht, das ist das männliche Du übrigens. Ab ist das weibliche Du, ist auch der Akkusativ und mit einem He hin dran, das ist das rote He, die Quintessenz, ist Gott, ist nichts. Das Wort heißt Gott und nichts. Das heißt, von Ewigkeiten zu Ewigkeiten bist du, weil du nichts bist. Genau. Nichts kann nicht zerstört werden, alles was existiert. Und jetzt kommst du, lässt zum Staube, AUB, zurückkehren den Menschen. Das ist interessant, zurückkehrt der Mensch, der Enos, sterbliche Säuge, die unheilbar krank. Und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Da heißt es aber, kehrt zurück, Benny Adam, mein Sohn Adam. Ja. Das ist der Zustand, wenn du wach wirst. Und jetzt kommt dieses, denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag. Da steht Elef, Shinun, Yom. Shinun, He, die Yom-Endung heißt Jahre, heißt auch Schlafen und unendliche Wiederholungen. Elef, wenn ich das lese, Elef, Shinun, He, heißt es unendlich viele Wiederholungen. Logische Existenzen des Meeres. Ich dachte, logischer Schlummer. Nimm ist doch Schlummer. Nimm ist Schlummern, leicht schlafen. Die Logik lässt dich leicht schlafen. Genau. Und etwas, was ich ihm träume. Genau, ja. So ist es. Und es geht jetzt dann gleich weiter. In der gestrige ist wieder gestrige Tag. Gestern ist heute. Du kannst nur heute an gestern denken und wenn gestern ist, ist gestern heute. Und wie eine Wache in der Nacht. Wenn du nachts wach bist, dann träumst du. Das ist dein Bewusstsein. Merk nur nicht, dass es träumt. Du schwemmst sie hinweg. Sie sind wie ein Schlaf. Am Morgen wie Gras, das ausgesprosst wird. Das ist, du blühst auf jeden Morgen, wenn du wach wirst. Ich bin wach. In dem Moment weißt du nicht einmal, was hell oder dunkel ist. Du Geist, du musst zuerst einmal an deinen Körper denken und die Augen aufmachen. Dann hast du was auf deiner VR-Brille. Stimmt oder stimmt? Das, so musst du das lesen. Das ist Vordersprache. Da weiß deine Welt nichts davon. So, die Botschaften von Kreuz, wo war man widersprüchlich erscheinen. Du merkst, wie wichtig das ist. Ich weiß, das sind viele, die haben das 5-6 Mal gelesen. Ja. Ihr liest zu kompliziert. Selbst Redo, weiß ich jetzt mit dem Programm, ist immer wieder entsetzt, wie einfach da eigentlich alles ganz genau drinsteht. Ja. Die bewegtesten Abschnitte sind gerade die unergründlichsten. Denk an das Lied des Moses im Deuteronomium oder die Botschaft vom Kreuz im 1. Korintherbrief. An das rechte Verhalten gegenüber den Anlehrern im 2. Brief des Timotheus und die berühmten Kapitel in Daniel, welch eine Fundgrube für dumme Besserwisser, ein jeder Idiot, lateinisch übrigens heißt es einfacher Mensch, sprich Trockennasenaffe, kann diese Texte nach seinen Gutdünken auslegen und damit auftrumpfen und beweisen, dass jeder andere sich mehr hat als er selbst. Wie sehr berauschen sich doch solche dumme Affen an der Esoterik meiner Offenbarungen. Fanatisch dichten sie Dinge in ihren aus dem Zusammenhang gelesenen Wortfetzen hinein, die meinen ursprünglichen heiligen Gesamtkontext gelesen, in der Regel das genaue Gegenteil bedeuten. Ja. Ein Dummer weiß immer alles besser, bis noch ein größerer Narr daherkommt. Flackerndes Licht. Aber allen fällt der Blick auf meine wirkliche Weisheit. Wie oft zitiert Verse aus Jesaja, Daniel und anderen Büchern lassen sich für jede Auslegung herziehen, solange du einseitig bist.
dann gehen die Streitereien los. Der eine sagt, der Wohnung ist eine Küche, der andere sagt, nein, das ist ein Schlafzimmer. Mein Auto, mein Kabelsteckerbeispiel. Und missbrauchen. Oder Küchenbeispiel. Eine Küche ist ein Herd, nein, eine Küche ist ein Kühlschrank, nein, eine Küche ist ein Topf. Ihr wisst nicht, was die höhere Kollektion ist. Was diese Menschen für ihre richtige Auslegung halten, ist nur das Spiegelbild ihrer persönlichen Charakters. Und ich sage dir gleich, jeder rechthaberische Mensch ist ein ganz übler Charakter. Jeder machtgeile Mensch ist ein übler Charakter. Liebe zeigt sich durch Vergebung, durch Verzeihen und durch Demut. Meine Wirklichkeit wird sich immer hinter der Unwissenheit von fanatischen Besserwissern versteckt halten. So ist es mein Gesetz. Ich mache sie dort Ende, das Wort zitiert, was ich bin. Und jetzt kommen solche Stellen einmal ganz einfach im Original gelesen. In Hesekiel Kapitel 47. Erkläre ich Jubi im symbolischen Bildern den ständigen Hervorgang deiner Matrix-Traumwelt Gedankenwellen, die aus dem göttlichen Geist, der immer ist, kommen. Zusammengeschmissene zwei Gestalten, Wellenberg und Wellendoll, sind eine einzige Existenz. Und den ständigen Hervorgang neues Leben in uns, aus uns selbst. Von Augenblick zu Augenblick, Leben. Von Augenblick zu Augenblick entsteht in uns neues Leben, in uns Geist. Die Vision vom zukünftigen Tempel. Das geistige Wasser aus dem Tempel. Templum heißt ein umspannter, abgegrenzter Raum. Ein Beobachtungskarei wie ein Spiegel mit seinen Spiegelungen. Und Tempus, ein Zeitpunkt. Et, eine augenblickliche Erscheinung. Bild, 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 Gedanke, Gedanke, Gedanke. Im Original, das heißt in meiner heiligen Dora, habe ich das Wesentliche genauer beschrieben. Lese Ori heißt Ari, mein geistiges Dicht, der Wortkomplex im Ori, geh in all, der Geist im Nichts. Kann man auch dann, der Geist Gottes ist ein Sein des Nichts, bedeutet im Arier, Geist in Gott. Wir sind ja Arier. Arithmetiker, göttliche Arithmetiker. Schau dir die Holo-Arithmetik an, das JHWH. Hier einige anschauliche Beispiele. Bei diesem deutschen Text handelt es sich um die Elberfelder Übersetzung. Äußere Felder heißt Schadim, äußere Felder. Der Dora. Die Stellen mit extrem irreführender einseitiger Auslegung, die Stellen, die eindeutig falsch übersetzt sind, werden hier Wort für Wort im Original wiedergegeben. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus aus der östlichen Kreise. Elberfeld-Übersetzung. Im Original steht, und ich habe jetzt das mal ein bisschen, das musst du jetzt nicht wissen, wenn du die Grundlagen nicht hast, ich will bloß, geh einfach den Gedanken mit, das heißt wirklich laut Wörterbuch, nimm ein Wörterbuch, Jesenius oder den Langenscheid in die Hand und übersetze selbst. Ich verweise ganz kurz, weil es mir in den Sinn kommt, auf meine Srimad Bhagavatam und die Chaitanya. Das sind tausende von Seiten Sanskrit, da kommt nach ungefähr 6.000, 7.000 Seiten, wenn du liest, heißt es die Shastra deiner Welt, die heiligen Schriften, eine hinduistische Schrift, wenn du Auszüge unterformen der Upanishad, wenn du wissen willst, was in deinen heiligen Schriften wirklich drinsteht, dann setz dich hin, nimm ein Wörterbuch in die Hand und übersetz es selber, ohne dass du dich von irgendeinem Fachmann reinreden lässt. Erinnere dich an mein Hegel-Zitat, in meiner Welt als HGL, als Hegel. Mein junger Freund, hol dir die Heilige Schrift, hol dir ein hebräisches Wörterbuch und übersetz es selbst. Und wenn du das machst, dann liest du meine Phänomenologie des Geistes nochmal und dann wirst du begreifen, was da drin steht. Genau. Und es, da würde ich jetzt E-Quadrat S hinschreiben. Ja, ja, klar. Ja. Sprich, denkt ob nicht an. Wir haben hier unser Armer. Ja. Armer, ja. Armer, ja. Mein Gott, Eli, dass die Wasser der Beschwörung und des Fluchs, das ist LH, HLH, Elhaim, rot gelesen ist Gott das Meer. Aber ALH alleine, das ist jetzt immer Artikel des Hefone, heißt Beschwörung, Fluch. Die hervorkommen, das, was du beschwörst, habe ich gesagt, hör auf, meineide zu schwören. Und das, was du verfluchst. Ich werde das, was du nicht willst, bis zum Erbrechen ständig in dir auftauchen lassen, bis du das zu lieben anfängst. Liebe deine Feinde. Das, was du verfluchst, ist das, was du nicht liebst. Und das lasse ich wiederholen, bis du das liebst. Glaub es mir. Ich prügel das förmlich in dich wieder hinein, wenn du es nicht zurückhaben willst, deine Gedanken. Die hervorkommen und die hinausgehen.
Und immer dran denken, das, was in dich hineingeht, was du zurückholst aus Liebe, das verunreinigt dich Geist nicht. Das, was dich verunreinigt, einigt. Das ist das, was aus dir herausgeht. Das macht nämlich eine Freiheit, das macht ein DR-Eck, ein generiertes Eck, das ist der Dreck um dich herum. Ich mache jetzt mit dir eine Gehirnwäsche. Okay? Dass die Wasser der Beschwörung und des Fluches, die hervorkommen, denn hinausgehen, sind Gott zum Einrollen des Ursprungs. Das klingt eine sehr gestellte Sprache, wenn du das im Original liest. Das ist halt, dass du einen Riesenkomplex hast und das geht nur mit Chatdenken. Das Chatting ist ganz einfach, ich sag's nochmal. Kannst du Deutsch lesen und schreiben und sprechen? Du sagst ja. Das steht hier in wenigen Worten da, dieses Ja. Das ist Gott. Mhm. Und jetzt sage ich zu dir, ich kann es nicht, erklär es mir. Setze für das Wort Deutsch Türkisch. Mhm. Und dann, wie viele Worte muss ich jetzt machen? Was ist das für ein Chat? Mhm. Aber die ganzen Chats sind in dir drin. Mhm. Jetzt kommt dieses Galila. Das heißt Kreis und Bezirk. Zirr ist der Dreh- und Angelpunkt übrigens. Mhm. In deinem Dreh- und Angelpunkt. Genau. Bezirk, in deinem Dreh- und Angelpunkt. Das bist du in der Mitte. Das ist das Zentrum im Wirbel, wir in Gott. Wirbel. Sturm, stur heißt wild um mich herum und wieder Licht. Ein Einrollen, eine Ex-Volvere, Re-Volvere. Eine Evolution im ewigen Hier und Jetzt. Evolution und Revolution. Nein. Da können wir jetzt hier weitergehen. Moses beginnt mit, du sollst kein falsches Gerücht aufnehmen. Das ist die 10 Gebote. Ja. Das heißt wirklich, du sollst nicht jeden materialistischen Schwachsinn oder religiösen Schwachsinn geistlos nachplappern. Du sollst deine Hand nicht dem Unschuldigen reichen und als falscher Zeuge aufzutreten. Du sollst nicht geistlos die Lügen deiner weltlichen Lehrer rezitieren. Du sollst nicht die Menge zum Bösen folgen. Du sollst bei den Rechtsstreit nicht antworten, indem du dich nach den geistlosen Mehrheit richtest und das so das göttliche Recht beugst. Auch den Geringsten sollst du in seinen Rechtsstreit nicht begünstigen. Mose 23, im Anfang ist mein Erstgeborener deines Ackers. Wirklich, Erstgeborener, ich bin der Erste. Mein Erstgeborener in meinem Schmelzofen. Der Mensch, raumzeitlich, es ist Bedrückung, Unheil, Verderben. Du sollst bringen in das Haus JHWH deine Beschwörungen. Wirklich, deine, Bezug auf Männer, Plural LH. Beschwörungen und Flüche. Müsste ich jetzt Beförderungen und Flüche schreiben, weil genau. Das auch heißt. Ja, ja. Nicht sollst du kochen, Schwellen ziehen, brodelndes Wasser auf der Oberfläche. Ich mache dir jetzt heiß unter deinem Hintern. Zicklein in die Milch deiner Mutter. Daddy. So, beachte. Daddy wird in allen übersetzt mit Ziegenbock und Böckchen oder geistreicher mit Zicklein. Z-I, call ein, alles. Müsste ich jetzt mit euch schauen, es nicht existiert. Ja. Elef. Übersetzt. Zieh ist Schiff. Schiff wissen wir auch, ist Arni. Geburt eines Gotteskindes. Lichtbasis. Das hast du also geistgleich gelesen. Mein Glücksgott Jupiter. Das ist nämlich Gott. Das bin ich. Hallo, ich bin's. Der Gott UB. ICH. Und du bist auch ein Gott. Du bist JCH, ICH. Bin JCH und ICH. Schlusswort und Warnung und die Verheißung. Siehe, das kannst du jetzt durchlesen, wenn du willst. Was wichtig ist, hier kommt eine eindeutige Fehlübersetzung. Der Wächter, Hüter, Beobachter von seiner Oberfläche. Benny heißt auch Oberfläche. Mein Aspekt ist immer nur ein Aspekt. Du siehst den Wellenberg oder das Wellental. Mhm. Weil das jetzt, sagst du mal, Aspekt. Ben. Tausendfach habe ich das erklärt. Ben heißt zuerst einmal Aspekt. So, Aspeculum heißt eine Spiegelung. Mhm. SB heißt eine Schwelle. Und die Schwelle, Wellenberg und Wellendal, ist eigentlich eine Ecke. Wir sind immer oft drauf eingegangen, darum heißt es auch eine Ecke. Ich erinnere wieder an hier an unser schönes Lied. Oh, ich muss eins zurück. Kleinen Moment. Dass du mal merkst, wie tief das ist. Das sind immer, ich baue jetzt immer auf die vorhergehenden Selbstgespräche auf. Komm, ist mir her. Stimmt das jetzt nicht? Ach, der Surf ist so langsam, hast du schon gesagt. Ja, heute. Genau, heute Morgen war er.
Dann soll es nicht sein. Das ist das bayerische Lied, wo ich sage. Ja, ah ja, das Zahnradl. Erinnert sich an das bayerische Lied. So, ja. Wo kann man jetzt? Jetzt muss ich da wieder. Da wollen wir rein. Das heißt also, Benni, das ist der Aspekt, die Ecke, das wird jetzt erklärt, und Benim, das sind die Ecken in dem Meer, das ist jetzt die Mehrzahl. Das ist jetzt erstmal das Banim ausgelesen, das G-Sicht, G-E-Quadrat-Sicht, die geistige Sicht, und die ist zwangsläufig in deinem Innern, darum heißt das auch das Innere. Dann wird das Benim ausgesprochen, das P, das E ist dann E-Quadrat. Das E-Quadrat, die Weisheit von E-Quadrat ist in deinem Innern. Benim ausgesprochen, ja nur Konsonanten. Panim ausgesprochen ist, der Schöpfer ist die geistige Sicht. Wir können das blau auch machen. Aber Beni einzeln, das ist Ben ist der Aspekt, die Ecke, dann heißt es meine Ecke, wo ich mich verstecke, ist die Ecke. Das wird meistens die Vorderseite auf der Oberfläche. Das ist das, wenn du in dein Gesichtsfeld reinschaust, fokussierst du dich in eine Spiegelfacette rein. Das ist Physik, göttliche Physik. Da haben wir ihn. Da kommt jetzt hier I, J ist der 10. Buchstabe im Alphabet, bin mir die, das ist der 9. Buchstabe im hebräischen Alphabet. In unserem Alphabet. Ja. Das ist J, ist der Neo. Ich, JCH, bin mit dir Neo, der absolute Mittelpunkt, das ist E-Quadrat. Eines göttlichen Getriebes. Tri heißt meine Reihe, meine Spiegelwahrnehmungen. Das ist jetzt Denkhübel, Spiegel, Hübel, Spiegel drüben, Klatsch, die Z-Achse. Und ich Brösel, bin wie du Brösel, nur ein Sattel, das sich drin, das sie darin generiert, intellektuelles Sein. Und da kommen dann diese Stellen, wie es aus allen Ecken plan. Habe ich im letzten Selbstgespräch nochmal rausgeholt. Benni ist die Oberfläche. Ganz klar übersetzt, in jedem Wörterbuch wirst du das finden. Und ja, höre ihn und auf seine Stimme Gottes. Ich sage, hör ganz genau zu. Es geht ja nicht um ein Brüssel oder was. Es dreht sich alles um dich, Geist. Und dann kommen die folgenden Worte in der Einheitsübersetzung, in der Elberfelder, und reize ihn nicht, denn er wird eure Übertretungen nicht vergeben. Die sind falsch übersetzt. Auch dieses hüte dich vor ihm, eindeutig falsch übersetzt. Da heißt jetzt nämlich geistreich gelesen, der Wächter, Hüter, Beobachter von seiner Oberfläche. Ja, absolut. Ja. Und dieses, und höre ihn auf seine Stimme, da heißt es ebenfalls im Original, du wirst bitter, unheilvoll, verzweifelt in ihm werden. Du bist jetzt nämlich in mir, weil ich dich ausdenke. Auch dich Geistesfunk. Und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, solange du meine Gebote brichst. Wenn ihr euch nicht erhebt, von euren Sünden, Ausschreitungen, Verbrechen, weil mein Name dort Wort ist in seinem Inneren. Und dann kurz zu diesen, ich obe bin die vollkommene Liebe. Ich habe gesagt, dass ich alle Schuld auf mich nehme. Somit kann und muss ich so niemandem etwas vergeben. Ich muss deinen träumenden Geist, den ich erschaffe, doch nicht vergeben, dass er das träumt, was er träumt. Und du solltest Menschen, die du dir ausdenkst, vergeben, dass sie so sind, wie sie von dir ausgedacht werden. Ja. Ist das so schwer? Nein. Auch das, dass mir ein Mensch gar nichts antun kann, kann mir ein Gedanke was antun? Ja. Da haben wir übrigens zwei Seiten. Irgendwie, wenn ich immer bin, wenn ich das Meer bin, reißt er mich an der Oberfläche in Stücke. Aber tut mir das weh oder ist das mein Leben? Das Leben. Ne? So wenig wie mir, UB 86 Elayom, meine Wellen etwas andun können. Mir können, ich bin immer, meine Wellen doch überhaupt nichts andun. Sie sind mein Leben. Ich, UB, setze jeden meiner Geistesfunk auf den Richterstuhl und die Anklagebank und vollstrecke in ihrem Traum ihre eigenen Richtersprüche an ihnen selbst. Und zwar so lange, bis sie damit aufhören, immer nur einseitige Urteile zu sprechen. Impfen ist richtig, nicht impfen ist richtig. Katholiken sind richtig, Zeugen Jehovas sind verkehrt. Moslems sind sowieso verkehrt. Nein, die Buddhisten sind richtig. CDU ist richtig. Nein, die SPD. Nein, die Grünen sind richtig. Das. Und sie haben gelernt, und sie gelernt haben, zum Sohn werden. Was wirklich Lieben und Demut, wie ich sie vorlebe, bedeutet. Seit Jahrtausenden, in unterschiedlichsten Formen. Jeder meiner Geistesfunk darf und kann selbst bestimmen, was er ist oder glaubt.
ein demütiger Engel, das heißt ein Geist von meinem göttlichen Geist, ein Geist ist von im Himmel, das Meer von Gott. Oder ein sterblicher Menschenaff nach seiner geistlos bestimmten Definition, die er geistlos nachäfft im wahrsten Sinne des Wortes, der in einem von ihm selbst erschaffenen kapitalistischen Dschungel Tag für Tag ums Überleben kämpfen muss und sich in den Kopf zerbricht, lasse ich mich jetzt impfen oder lasse ich mich nicht impfen. Bis zum eigenen selbstpostulierten bitteren Ende in einer angeblichen Zukunft. Das war da mit drin. Hast du das genauer angeschaut, wenn du jetzt das vorhergehende Selbstgespräch angeklickt hast? Doch wenn du willig auf seine Stimme in dir hörst, das sind Ohrenbarungen, und alles tust, was ich OB sage, dann werde ich OB der Feind deiner Feinde sein und der Bedränger deiner Bedränger. Und die Bedränger bedrängen. Und jetzt kommt das so eine schöne Sache, das ist, wenn du über den Jordan gegangen bist, denn mein Engel wird vor dir hergehen und dich bringen zu den Amoritern, zu den Schwätzern, zu den Hethitern. Das sind, wo es dann heißt, wenn du da drüber kommst, rottet zuerst einmal diese Finger aus. Ja. Dann heißt es der, ja, aber ist ja so grausam. Wie kann der, wenn er sagt, du musst diese Völker vernichten. Die Amoriter sind die Schwätzer, die Hethiter, das ist das hebräische Wort, wenn du das anschaust. Das sind die in Schrecken versetzen. Die in Schrecken versetzen. Die Peresiter sind die Dorfflecken. In generierten Facettenlichtern Ecken wohnen. Die Kanaiter, deren Basis die Armut ist. Die Hevititer, Erlebnis, die Erlebnisse haben, denn die eigentlich gar keine Erlebnisse haben, und die Jebusiter zertreten sich Wälzenden. Und ich OB werde sie ausdrücken, die Schwätzer. Aber jetzt musst du wissen, ich bin du, du musst es selber machen, indem du dir einfach nicht mehr denkst. Es gibt keine armen Menschen. Die existieren. Der widerspricht sich ja schon wieder. Es gibt keine Schwätzer, wenn du sie nicht denkst. Und jetzt ist zu jedem dummen Kopf Schwätzer gehört dann wieder ein Gescheiter, der wo was Weises sagt. Und die musst du gegeneinander aufwiegen. Und dann kommst du ins Nichts. Der unendlich gescheite Udo, den du dir jetzt vielleicht ausdenkst und zwangsläufig dein Ich, wo du sagst, ich habe ja keine Ahnung, kann man anders machen. Dieser absolute Denunziant und Schwätzer und du gescheiter Mensch, der ja das viel besser weiß wie dieser Udo. Magst du es in vier Seiten? Die wiegen wir jetzt gegeneinander auf, gleichgültig, ob du sagst, der Udo ist ja so gescheit und weiß, der hat ja schon alles verstanden, ich weiß ja überhaupt nichts. Die wiegen wir gegeneinander auf oder wir drehen das um. Ich habe die totale Ahnung, was ist der Udo für ein Idiot, was schwätzt der denn alles daher, der war ja nie auf einer Universität. Studiert, ich habe ja zwei Doktortitel. Die wiegen wir gegeneinander auf, das sind die vier Seiten, die wir jetzt in einem Punkt zusammenfluten lassen. Das ist Weisheit, ich bin der Meister eines Meisters. Ob du das jetzt glaubst oder nicht, spielt keine Rolle. Das sind nämlich alles Gedanken in dir selbst. Du solltest dich vor ihre Beschwörungen fliegen, Götter nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Weder den einen noch den anderen. Nochmal, der Meister aller Meister spielt als Ding an sich keine Rolle. Er ist wie ich dick im Mittelpunkt. Das, was die Rollen spielt, sind vergängliche Existenzen. Das ist der Udo genauso wie du selbst. Wie jeder Papst, wie jeder Politiker, das sind Gedanken, die wechseln, wenn du sie nicht denkst. Auch die ganzen Schwätze und alles andere. Und du solltest nicht nach ihren Daten tun. Du bist weder einer, der zum Impfzentrum rennt, noch einer, der sich dagegen wehrt, da hinzugehen. Du bist der, der sich das ausdenkt. Das sind Existenzen. Sondern du sollst sie ganz und gar niederreißen und ihre Gedankensteine, ihre Glaubensdogmen für dich zertrümmern. Das ist Sodom und Gomorra. Und erst, wenn man diesen Arbeitsspeicher mit diesem Wahnsinn leer gemacht hat, spiele ich dir ein vollkommen neues Programm ein. Da musst du dich einfach überraschen lassen. Und ihr sollt dem Herrn, euren Gott, dienen, so wird er dein Brot im Adam und dein Wasser segnen, das Rote, deinen eigenen Geist. Und ich werde alle Krankheiten aus deiner Mitte entfernen. 26. Keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Keine Logik, die irgendetwas ausgebiert, wird jetzt nicht mehr wichtig sein. Egal welche Logik irgendwas aufschmeißt, es sind Facetten vom Heiligen Ganzen. Genau. Wenn ich OB das Buch der Erzählungen deiner Tage vollmachen werde. Und das habe ich mit den Anforderungen gemacht. Punkt. Jetzt lassen wir es gut sein. Super. Immer dieselbe Geschichte. In tausenden von Variationen. Und das musste ja mal gesagt werden. Genau. Wann beginnst du zu verstehen? Wer es niemals verstehen wird, ist irgendein Mensch, ein Affe, den du dir ausdenkst.
Das heißt, solange du noch irgendwas dich selber, deinen eigenen Körper, du brichst das erste Gebot, irgendwas festhalten willst, wirst du den Film bis in alle Ewigkeit wiederholen, wie eine Nacht in der Wache, wahrlich, ich sage dir, 1000 Jahre sind wie ein Tag. Das ist ein Schlaf. Ein unendlicher Schlaf, der sich in die Ewigkeit zieht, im ewigen Heute. Du musst nichts tun. Schau einfach, das Erste, was ich nötig brauche von dir, hör auf, Angst zu haben. Hör auf, Angst zu haben vor deinen Gedanken. Wenn du der Schauspieler bist, oder ich mag es einfacher, du schau einfach, du schaust dir einen Film an. Es ist ein scheißgeiler Film, der zurzeit läuft. Alter, darum sage ich, ich hoffe nicht, dass die Corona-Scheiße irgendwann nochmal wieder vergessen wird und es da außen normal weitergeht. Kommen und gehen, von auf die Arbeit rennen und dann irgendwie alt werden und dann auf ein Wunder hoffen, dass dich der Tod erlöst. Wenn es mal auflöst und dann komme ich in den Himmel. Ich bin ja eine Seele. Die Seele ist, die du jetzt denkst, ist genauso was Ausgedachtes wie... Vergänglich. Es wird morgen nichts passieren. Begreife, stille stehen wird die Zeit und der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen, die du bisher ausgedacht hast. Und das Meer wird nicht mehr sein. Und der, der mit einem Bein im Meer und mit anderen auf dem Land steht, la in de. Der Mensch so macht alles vollkommen um. Ja. Ich halte meine Versicherung, meine Versprechen, auch wieder zwei sein. Das machen die Politiker auch, die machen es aber blau. Ja. Keine Schuldzuweisung. Wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich noch anschauen, bis du den Wahn merkst? Die Menschen, die um dich rumgeht, schreien, geh zum Impfen. Die Pfarrer, die Bischöfe, die sagen, ihr Wahnsinnigen, lasst euch impfen. Gott wird euch nicht helfen, wenn ihr euch diesen Virus einfangt. Die spucken doch ihren Gott, den sie hier Milliarden und Abermilliarden jetzt wieder die scheinheilige Geldmacht machen, sich bezahlen lassen von den Steuerzahlern ins Gesicht. Ja. Erbärmlichkeit. Und jetzt zum Abschluss. Schau ganz tief in dich rein. Mach dir bewusst, was du im tiefsten Innern glaubst. Es ist nicht dein Glaube, das ist dein Programm. Mhm. Und besinn dich eines Geistreicheren. Das ist Holof. Das war das Wort zum Sohntag, zum ewigen Sohntag. Zum Hayom. Du wirst jetzt auch merken, du bist im Umbruch. Ich verweise auf den Weißenbruch-Vortrag, den großen Weißenbruch-Vortrag, wo ich am Ende in den letzten Tagen auf eine ganz eigenartige Gestirnskonstellation hinweise. Mhm. Kann man ja mal reinspringen, keine Zufälle. Mhm. Die hast du jetzt wieder. Mhm. Geh in Astrologiebücher rein und nicht das da außen, was ist das Ätherische, dreht sich nicht um dich herum, das ist inwendig in dir, das ist eine Struktur des Programms. Dann wirst du feststellen, dass jetzt dieses ab 4. Dezember geht es bis ins nächste Jahr hinein, eine extreme Verwandlung ist. Mhm. Aber nur für die, die sich öffnen für was vollkommen Neues, die es zulassen, dass sich ihr Programm austauscht. Mhm. Und die noch Angst haben oder zweifeln, die dürfen noch da bleiben. Da passiert das, was immer passiert. Es wird irgendwann keiner mehr von Corona reden, aber es wird sich zuspitzen. Die Inflation steigt. Ja. Du kriegst ein Sodom und Gomorra so und so. Und du kannst dir jetzt nur wieder bewusst machen, habe ich Angst, fürchte ich mich vor was? Ja. Du fürchtest dich nach wie vor deinen eigenen Gedanken, vor deinen eigenen Hochrechnungen, die du mit einem vollkommen fehlerhaften Programm tätigst. Absolut, ja. Das ist das, was es ab. So, das lass mal gut sein. Hör auf, die Hüten zu scheißen, verdammt nochmal. Alles ist gut. Stinkt schon wieder. Ich werde nie zulassen, dass dir was passiert. Du müsstest mir nur vertrauen. Ich werde nie zulassen, dass dir was passiert. Was ich aber dir hundertprozentig sicher verspreche, es wird nichts auf Dauer am Leben erhalten bleiben, was du dir jetzt ausdenkst. Auch nicht der Körper, an den du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst. Was so ein simples Beispiel schon ist, wenn man bewusst sein ist, dass man doch klar machen muss, ich bin doch auch dann da, wenn ich nicht an meinen Körper denke. Ja, klar. Es ist doch so offensichtlich, aber nur für einen Geist. Mhm. Und jeder, den du das jetzt erzählst, eine Existenz in deinem Kopf, ein Antagonist, der sich massiv dagegen wehrt, du wirst erkennen, deine größten Feinde sind deine Hausgenossen. Ja. Um dich herum. Und einer, der jetzt auch auf der Brösel-Ebene sagt, hier, wenn du jetzt den Redo anschaust und den Brösel-Udo anschaust, Udo erzählt was und Redo hört zu, ist jetzt erst einmal ein einziges Bild, Begelet, ein einziges Kind. Im Kind, in dir, in dem Gotteskind, rot gelesen, sind die eins. Dann wirst du feststellen, dass Redo jetzt nicht sagt, was erzählst du für einen Blödsinn, wenn der Udo was erzählt. Die ganze Zeit spricht er eh bloß ein Lautsprecher, egal ob du jetzt den Redo oder den Udo zu hören glaubst, du hörst die ganze Zeit bloß einen Lautsprecher. Das ist Holo-Feeling, das ist, wir reden von dem, was ist jetzt da. Und da wird die Welt so klein, die wird so friedlich.
Die wird der spannende Film, wo du sagst, bin gespannt, was der alte Gangster sich da oben einfallen lassen hat, wie die ganze Situation sich auflösen wird. Das sind diese schönen Filme, die ich dir einspiele, im Auftrag des Teufels. Mhm. Dieser Gott da oben. Ich, sagt Mephisto, ich nenne ihn nochmal Mephisto, ich habe doch all eure Wünsche, all eure Sehnsüchte genährt in euch. Mhm. Was hat er da oben gemacht? Er schätzt sich doch an Dreck drum, was ihr wollt. Ihr kriegt doch alles letztendlich von mir. Aber nicht nur das Positive, sondern auch die Ängste. Mhm. Die Einseitigkeit. Das ist das Spiel. So, gut sein und tschüss. Gut. Danke.